Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test auf diesem Kanal. Heute spielen wir Street Lights, also das streunende Licht. Bin jetzt einfach mal gespannt, was das denn für ein Spiel sein wird. So rein vom Trailer her sah das nämlich schon ganz witzig aus und ist auch mal was anderes als andere Spiele. Das ist sowieso immer das Tolle bei Indie-Spielen, dass die etwas anders machen. Okay, wir sind so mal ein komisches Lichtwesen und ich glaube, ich brauche eine Brille, weil hier ist irgendwie alles sehr verschwommen. Ja, ist kein Strand, wo wir aufgewacht sind, sondern irgend so eine Höhle. Erinnert sogar so ein bisschen vielleicht an die Höhle von Legend of Zelda. Oh, dann kommen wir bestimmt gleich in eine riesige Welt. Das kennt man ja auch schon. Oh, okay. Freut ihr euch auf Zelda 2, Leute? Das kommt ja auch bald raus. Beziehungsweise da wurde jetzt ja auch ein neuer Nintendo Direct gezeigt. Oh, jetzt sieht das schon mal ein bisschen schöner aus. So mit Crafting und so bei Zelda. Ich freue mich drauf, obwohl ich den ersten Teil nicht so toll fand, aber mit diesem Crafting und mit diesen ganzen Maschinen, die man sich da bauen kann, wirkte das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also ich werde mir auch den zweiten Teil kaufen. Den ersten Teil habe ich ja gestreamt, jetzt auch nicht bis zum Schluss, aber zumindest ein bisschen. Also vielleicht wird da mit dem zweiten auch was kommen. Und was haben wir jetzt hier bei Street Light? Wir sind irgendwie in so einer Alien-Kolonie, I don't know. Das sieht ganz schön Sci-Fi-mäßig aus. Hier mit diesen, keine Ahnung, sind das Blutwessels? Was heißt denn Wessel auf Deutsch? Blutgefäße oder so? Irgendeine Alien-Technologie auf jeden Fall. Kann ich irgendwie schneller laufen? Das wäre ganz toll. Aber zumindest können wir jetzt wieder ein bisschen klarer sehen. Und jetzt können wir auch mal angucken, wie wir aussehen. Wir sehen aus wie so ein Neugeborenes mit einer viel zu hohen Stirn. Ui. Oh, kennt ihr den Subreddit? Ah, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Mist. Aber da geht es um so Kinder, die aussehen wie alte Leute. Also so Babys, meine ich. Nun gut. Es regnet. Es stürmt. Wir müssen weglaufen. Ich hoffe, was sind wir denn eigentlich? Wir sind so ein Lichtfeuerwesen. Hoffentlich gehen wir nicht kaputt durch diesen Regen. Also wir sind nicht aus Zucker, aber Glut mag der Regen auch nicht so gerne, nicht wahr? Ah, vielleicht sind wir so ein Fanta-Monster. Ja, wir sind ein Fanta-Monster, ganz klar. Dann bestehen wir doch aus Zucker. Wir bestehen zu 80% aus Zucker und 20% aus Wasser. Oh no, wir dürfen nicht im noch mehr Wasser aussetzen. So langsam sollte es dann aber auch mal zu den Kämpfen kommen, I guess. Weil die sind, glaube ich, das, was dieses Spiel wirklich ausmacht. Nicht die Story oder so. Also, die kann natürlich auch noch gut sein werden. Aber ich glaube... Oh, lernen wir hier den Sprung? Ja, natürlich. Ich kenne auch meine Spiele. Whee! Oh, der ist aber ganz komisch. Der fühlt sich komisch an, weil... Ich glaube, man kann ihn nicht in... Nee, man kann ihn nicht in der Luft... Ja. Beeinflussen. Ich finde... Ja. Nee, nur so ganz minimal. Das finde ich bei Spielen immer ein bisschen komisch. Jetzt kommt hier der Spieleentwickler raus bei mir. Die Hocke gehen können wir auch, alles klar. Also wenn ich ein Spiel irgendwann entwickeln würde, ich würde auf jeden Fall machen, dass man den Sprung in der Luft auch noch verändern kann. Klar, das hat zwar nichts mit der Realität zu tun, da kannst du dich ja auch in der Luft nicht wirklich noch irgendwie was verändern, aber in Spielen gehört das für mich dazu. Und ein Doppelsprung wäre auch ganz toll. So viel von meiner Seite. Des Spieleentwickler-Testers, wie ich ein Spiel spannender gestalten würde. Ja, ja. Dafür seid ihr doch hergekommen, oder? Nicht? Wir sind so hässlich. Also, das könnten sie noch überarbeiten für das echte Spiel, dass der Typ irgendwie hübscher aussieht. Ich glaube, ein Trailer sah auch anders aus. Ein Spiegel oder was? Ein Dementor in eine andere Welt? What is happening? Ja, okay. Kaum sag ich's, verwandeln wir uns. Ja, jetzt sieht er cool aus. Genau so sah er, glaube ich, ja, fast. Auch aus im Trailer. Ich glaube, da hatte der noch Sachen an. Das Spiegelbild bewegt sich anders als wir. Pass auf! Nein! Ah, okay, das ist, glaube ich, die Schattenwelt dann. Ja, 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 da verwandelt sich. Das ist unser böses Ich. Wir sind die Lichtgestalt und das ist unsere Schattengestalt. Man kennt's aus anderen... Wie? Sachen wie zum Beispiel... Wenn Elfen helfen. Da gibt's doch auch Fub und Poop. Oder Fub und... Poof. Poof und Fub, so heißen die. Bei den neueren Spielen zumindest. Ja, der sieht nicht so nett aus. Hat er uns jetzt verschlungen, hat die Dunkelheit uns verschlungen. Wie kann denn die Dunkelheit das Licht verschlingen? Ohne Licht gibt es doch gar keine Dunkelheit. Oder gibt es dann nur Dunkelheit? Moment. Okay, wir sind jetzt im Nimbus. Cool, 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 cool. Ich würde jetzt aber gerne mal irgendwas tun. Die Dunkelheit greift uns an. Er hat uns doch eben aber auch schon gegriffen. Das sieht mir fast so aus wie God of War und dass ich gleich irgendeine Taste drücken muss. Irgendein Quicktime-Event. Damit ich mich rette. Das hat schon so richtige God of War-Vibes irgendwie. Aber das ist alles noch Story. Ich habe noch nicht wirklich was gemacht. 5 Minuten in the game and nothing happened yet. Ah, genau, das ist die Spielmechanik. Die habe ich gar nicht erklärt. Ihr seht, wir sind rot und blau. Aber ich glaube, das erklären die auch gleich nochmal. Und die Gegner greifen nämlich mit roten, blauen und lilanen Angriffen an. Und du musst dann immer deine Farbe wechseln, damit du die Angriffe blocken kannst.
Also wenn die mit der blauen Attacke angreifen, dann musst du wenn du blau bist, blocken. Und wenn die rot machen, dann mit rot. Und lila kannst du, glaube ich, gar nicht ausweichen. Also da musst du dann, also kannst du nicht blocken, sondern musst dann ausweichen. Und so entsteht dann eine Art Tanz des Kampfes. Ja, ein Kampfestanz. So, das sind ja quasi wir, ne? Ja, guck mal, wir können parieren mit RB. Okay. Und du musst das halt so anpassen, dass du genau dann parierst. Okay, war doch in Ordnung. Wenn er angreift. Der wartet ganz schön lange für seinen komischen Angriff. Oh, lila. Lila! Lila können wir nur so ausweichen. Genau, wie besiegen wir den jetzt eigentlich? Weil nur mit... Aua, oh Mist. Nur mit parieren kann man ja eigentlich nicht gewinnen. Das wollte ich sowieso nochmal wissen. Wir haben noch keinen normalen Angriff. Also wir können ihn nicht irgendwie kaputt ballern. Hui! Aber anscheinend geht da jetzt irgend so ein Balken unten hoch. Okay. Blau. Rot! Rot, blau, violett, grün, gelb. Ja gut, wir gucken einfach mal, was passiert, wenn der Balken voll ist. Vielleicht stirbt er dann einfach aus unerklärlicher Art und Weise, was gar keinen Sinn ergeben würde, weil wir die ganze Zeit nur... Aua! Blocken und ja nicht wirklich parieren. Zack. Komm, mach noch eine Attacke. Ja, blau, bin ich drauf vorbereitet. Ja! Und jetzt! LT! Boom! Exploded! Oh, es gibt tatsächlich Quicktime-Events. Na, ganz toll. Jeder liebt doch Quicktime-Events. Ah, das ist so 2008, keine Ahnung. Wann kam denn God of War raus? Richtig alt. Quicktime-Events sind so PlayStation 2-Ära, finde ich. Finde ich irgendwie ein bisschen weird, wenn das in neueren Spielen auch noch drin ist. Oh nein, der hat seinen Schrei ausgeschrien. Achso, das Spiel kommt übrigens am 25. April raus, soweit ich weiß. Das hier ist jetzt die Demo, also die könnt ihr auch spielen, wenn ihr wollt, bei Steam. Und keine Ahnung, wie teuer das sein wird. Ich vermute mal so 20 Euro oder was. I don't know. Oh, und du bist tot. Ja, das sieht doch schon cool aus, oder nicht? Oh, wir haben sein Brain rausgeballert. Hol ich mir. Das ist jetzt mein Gehirn. Na, oder auch nicht. Ballert er jetzt sein Gehirn auf mich rauf? Macht er jetzt die Hirn-Genki-Dama? Ja, macht er wirklich, oder? Sieht doch mega so aus. Nee, er hat sich selber kaputt gemacht. Er hat sein Brain selber exploden lassen. Okay, er ist quasi das Muttervirus und hat jetzt seine ganzen kleinen Kindervirusse in die Welt geschickt. Also so interpretiere ich das und löst sich selber auf. Mhm. Alles klar, also wir selber, unsere Schattenversion, vernichtet die Welt und wir selber wollen aber die Welt auch retten. Ah, ist ja alles ziemlich vage, muss ich sagen. Ein Teil vom Gehirn, geil, liebe ich. Gehirn anfassen ist immer richtig nice. Ach, es gibt einen Skilltree, sagst du? Y drücken, um beide Farben parieren zu können. Um Gegner eine Zeit lang zu betäuben, um nach vorne zu springen und einen mächtigen Angriff auszuführen, der unterbricht und Energie stiehlt. Das klingt gut, ich nehme das mit. Alright, also das ist unser Skilltree-Dingsbums. Und nun? Da hat sich ein Portal aufgetan. Gehen wir doch einfach mal rein. Let's go! Guck, deswegen ist das wichtig, dass man immer hin und her switchen kann. Damit man was zu tun hat, während man einfach nur blöd rumläuft. Das ist mir sehr wichtig bei Spielen. Das ist quasi so wie dieses Rückwärtsspringen die ganze Zeit bei The Legend of Zelda. Oder das Rollen. Ja, ja. Fähigkeiten Y, ja. Dann probieren wir das gleich mal aus. Y, bam! Ich verstehe auch diese Welt noch nicht so ganz. Muss ich jetzt hier... Komm jetzt einfach ganz... Ich kann normal angreifen. Die ganze Zeit normale Leute. Wow! Oh, Moment, falsche Taste gedrückt. Das sind ganz schön viele Tasten, die man sich hier merken muss. Ich muss L, B drücken, um von Rot nach Blau zu wechseln. Ich muss dann RB drücken, aber um zu blocken. Dann soll ich mittendrin nochmal irgendwann RT drücken, um nochmal anzugreifen. Ui, das sind ganz schön viele... Ui, da! Okay, sah komisch aus. Ganz schön viele Tasten, die man sich hier merken muss in so kurzer Zeit. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Who are you? Du siehst aus wie ein Affenkind. Rainer, ich taufe dich auf Rainer. Jetzt sind wir plötzlich im Wald. I don't know. Ah, das wirkt alles ein bisschen komisch. So, Moment, jetzt will ich mal... Zack. Zack. Greifst du nochmal an? Okay, zack. Jetzt greife ich dich normal an. Und dann mache ich noch eine Y-Attacke. Und du bist gestunt. Und dann bam, bam, dotze ich dich richtig geil weg. Oder auch nicht. Egal, ich mache dich einfach so kaputt. Ah, und so ist dann auch jeder Kampf quasi ein neuer Kampf. Also ich werde ja jedes Mal wieder vollgeheilt. Das heißt, jeder Kampf steht für sich alleine. Man muss sich nicht zwischendurch heilen oder so. Was sind das für Wesen? Hallo? Gehört ihr zu Rainer? Seid ihr Rainers Pets? Petos? Ich nenne die Kupus. Das sind Kupus. Also wir haben Rainer, wir haben hier kleine Kupus, die vielleicht zu ihm gehören. Dann haben wir diese bösen Gestalten. Oh, gleich ein Doppelkampf, sagst du? Was ist das hier?
Ach, das sind diese Dinger zum Sammeln, dass wir mehr Energie oder so bekommen? Okay. So. Blau. Rot. Rot. Nochmal blau. Oh, warum denn nochmal blau? Und Y. Zack. Weggedötzt. Mann, das ist voll nervig gegen zwei. Okay, okay. Kann ich nicht irgendwie... Rot? Nein, und dann trifft er nicht mal. Hallo. So eine assige Scheiße. Kann ich nochmal Y machen? Ja, dann sollte der schon mal weg sein. Nee, noch nicht ganz. So, du willst mit blau angreifen? Klar, mach doch. Hier, weg. So, und jetzt ist das doch alles easy. Eins. Rot. Nochmal rot. Noch eine blaue Attacke? Natürlich blau. Ja, blau kenne ich doch. Blau bin ich richtig. Egal, machen wir einfach Y. Geht gar nicht. Wieso geht mit Y nicht? Hallo? Na gut, dann dätzen wir den einfach so weg. Das ist auch immer dieser Dark Souls-Moment, ne? Wenn die nur ganz wenig Leben haben und dann willst du sie die ganze Zeit angreifen. Wir folgen mal den Kupus. Mal gucken, ob die uns irgendwas zeigen wollen oder ob wir den, ob wir Rainer wiederfinden. Scheint irgendwie eine Art Dorf zu sein. Ja. Irgendwas ist in den Bäumen. Okay, das ist ein bisschen gewachsen, der Typ. Nein, die haben Angst vor mir. Ich dachte, ihr wollt mir was zeigen. Hier, ich bin jetzt auch blau. Vielleicht mögen sie mich ja mehr, wenn ich auch blau bin. Hallo, keine Angst. Ich tu dir nichts. Ich komme ganz gemächlich an dich ran, ja? Guck, alles easy. Hi. Jetzt läufst du nicht mehr weg, ne? Alles cool? Kann ich dich streicheln? Oh, warte, es geht wirklich irgendwas. Nein, ich kann dich streicheln! Okay, also man darf den nur nicht so schnell folgen. Cute. Ja, jetzt sind wir Freunde, ne? So, ich will mal gucken. Nee, auch wenn ich rot bin, haben sie keine Angst vor mir. Also daran lag es nicht. Es lag einfach nur daran, dass ich so schnell gelaufen bin. Klar, die kennen mich ja auch nicht. Und wenn ich dann plötzlich auf die zulaufe, hätte ich auch Angst, wenn da einfach irgend so ein Lichtwesen auf mich zukommt. Voll so angerannt aus nichts. Richtig gruselig. Hallo, noch mehr von euch. Hi, kleinen Kupus. Oh, Cutscene. Bist du Gott? Nein, du bist Rainer. Mit drei Augen. Na, Rainer? Sind wir Freunde, oder? Na, okay, wir sind anscheinend keine Freunde. Ja, lilane Attacken, ne? Ja, lilane Attacken, klar. Hast mich nicht bekommen. Ich mach dich fertig. Blau? Blau. Rot. Nochmal rot. Blau. Das, okay, das ist schon cool. So Kombos von den Gegnern, wenn du denen allen ausweichen kannst, ist schon krass. So, und jetzt. Moment. Blau, blau, rot. Viel zu spät. Y! Habe ich dich weggedetzt? Habe ich gewonnen? Hast du Angst vor mir? Okay, er lässt sich sehr leicht ablenken. Scheint ein ADHS-Affe zu sein. Man kennt's. Lila. Ui! Nee, lass mal nicht lila machen. Lila finde ich gar nicht so geil. Blau schon eher. Blau, rot, nochmal blau, nochmal blau und nochmal rot. Und spüre meine Y-Attacke. Okay, das ist schon cool. Der greift ganz schön häufig an. Aber man kann auch relativ gut sehen, wann er angreift. Also scheint recht gut gebalanced zu sein, finde ich. Haben wir jetzt eine neue Fähigkeit? RT! Jetzt! Das finde ich auch komisch. Wir haben plötzlich so neue Fähigkeiten, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Wir haben immer nur ausgewichen und den normal angegriffen. Und jetzt hatten wir plötzlich solche Affenhände oder was. Vielleicht sind wir so ein Mimikus, der die Angriffe von den Gegnern... Ja, mimikt. I don't know. Ich weiß auch nicht, warum der... Ich glaube, der ist gar nicht böse, dieser Affe. Sondern der weiß einfach nicht, was er da macht. Also er schien ja irgendwie angetan zu sein von uns. Oh. Nein, lass die Kupus in Ruhe! Ja, also der wirkt so ein bisschen wie ein kleines Kind. Hat er den jetzt getötet? Oh Rainer, du bist doch gerade erst Vater geworden. Rainer, Rainer, hör doch auf. Geh bitte nach Hause, Rainer. Au, hä? Okay. Steine sind keine rote Attacke, auch wenn er rot ist. Aua! Jo, jetzt übertreibt er aber. Alles klar. Oh, bin aber so schlecht im Ausweichen. Weil da so viele Tasten sind. Ich drücke mal die falsche Taste. Oder zu spät. Oh, Lila ist nicht so cool. Okay, ja, mit Rot komme ich klar. Guck hier, Rot und dann Blau und dann nochmal Blau und dann Rot. Ist genau dieselbe Attacke wie damals. Spüre meine Y-Attacke. Das stunt ihn voll. Die Attacke ist krass. Oh, wo läuft er denn hin? Rainer, das muss ein Ende haben. Lass die Kupus in Ruhe. Sie sind süß und knuddelig. Ja, der Kupu ist ja geflohen. Wir haben den Kupu gerettet. Upp.
Also scheint irgendwie eine Art Endboss zu sein. Vielleicht, aua, wird das auch noch ein Freund? Aber das sind ja jetzt nicht wir, ne? Also das war nicht unsere komische Form. Da scheint wohl auch die Story so ein bisschen um den zu ranken. Haha, ranken, weil es ein Affe ist. Bin gar nichts ausgewichen. Ich werde einfach sterben. Kriege ich eigentlich Leben zurück? Ja. Wenn ich blocke, kriege ich Leben zurück. Das ist schön. Ich glaube, mein Fehler ist, dass ich die ganze Zeit immer alles gleichzeitig machen will. Oh, hat mich gegrabt! Bin ich jetzt tot? Das ist ein Instant-Kill? Hä, er hat einfach gar nichts gemacht. War ich zu heiß, ne? Bin ein zu heißer Typ für dich. Zack, zack. Aber das macht wirklich schon Spaß. Also wenn die... Wenn die so eine Combo machen und die, man die alle ausweichen muss, da fühlt man sich schon cool. Das ist dann schon so ein bisschen wie ein Tanz. Da kann ich dann auch die Analogie zu Dark Souls verstehen, obwohl Dark Souls natürlich schon ein bisschen mehr Hirnaktivität reingeflossen ist, finde ich. Da kann man auch mehr jiggeln und was weiß ich. Muss man mehr nachdenken als hier. Und dass man sich mit jedem Parieren auch irgendwie quasi voll heilt, ist vielleicht auch noch ein bisschen zu OP. Kann sein, dass sie es natürlich noch ein bisschen updaten zum richtigen Spiel, also balancen. Dass man eben auch mal sterben kann oder so. Hui. Weil momentan kann das, ist das noch ein bisschen zu einfach. Kann natürlich sein, dass sie das einfach nur zum Showcasen so ein bisschen... Nee, ich will nicht gegen euch kämpfen. So ein bisschen einfacher gemacht haben, damit man überhaupt das Kampfsystem rafft. Wollen wir nochmal gegen so einen Typen kämpfen? Aber eigentlich machen die auch nur genau dasselbe wie der Boss. Also es kann vielleicht ein bisschen eintönig werden, wenn die wirklich alle nur rot, lila, blau haben. Klar, dann ist das vielleicht noch mit dem Timing ein bisschen anders. Dass man da ein bisschen aufpassen muss. Wir können unsere Y-Attacke einsetzen. Boop. Bist du schon tot? Nee. Aber sonst... Das ist auch untergefallen. Außer das Timing machen die eigentlich mehr oder weniger alle dasselbe. Oh, hier sind die ganzen Koopas noch tot. So, Rainer. Jetzt langt's aber, ja? Das sieht aus wie der finale Kampf. Let's go! Rot! Der hat richtig lang gewartet! Assi. 1, 2, rot. Nochmal rot. Kann man aber eigentlich schon ganz gut abpassen. Oh, nee, nee, nee. Lila ist uncool. Aua, nee, au, das wird richtig wehtun. Ja, blau. Blau finde ich gut. Blau finde ich super. Rot finde ich auch in Ordnung. Rot finde ich nochmal gut. Ja, blau ist auch super. Und nochmal rot. Klar. Und dann Y-Attack. Die ist richtig OP, meine Y-Attack. Kann man nicht anders sagen. Woo! Vom Design her ist aber auch cool. Also ich mag das. Kommt schon. Tanzgefühl auf. Whip. Nee. Oh Mann, ey. Aber ihr seht schon, ich weiche ja wirklich nicht vielen Sachen aus hier. Und ich komme trotzdem eigentlich recht gut klar, finde ich. Also scheint nicht allzu schwierig zu sein, zumindest in der Demo nicht. Ich habe jetzt auch nirgendwo gesehen, dass man das Spiel irgendwie noch vom Schwierigkeitsgrad hätte anpassen können. Aber kann halt auch sein, dass das wirklich nur für die Demo dafür gemacht wurde. Jetzt sollte der aber tot sein. X! Spüre meine Phönixflügel! Nein, lass den Koopa in Ruhe! Ich zerreiß dich, bevor du das machst! Bin der Komet, der deine Arme auseinanderreißt! Na, tut es dir jetzt leid? Lass die Koopa in Ruhe, du blöder Rainer! Geh einfach nach Hause! Ja, die Koopas sind nämlich nett, ne? Und süß. Und da verwandelt er sich wieder zurück. Hm. Also entweder ist irgendein Schatten in ihn eingedrungen, dass er böse wurde, in Anführungszeichen. Oder er war wütend und hat sich deswegen verwandelt, wie der Hulk. I don't know. Also so rein von der Story verstehe ich das jetzt eher weniger. Wir haben ihn auf jeden Fall irgendwie wieder zurückverwandelt. Ja, da steht es nochmal am 25. April. Code Straight Lights dann auch bei Steam. Oh, sogar für alles andere auch raus. Hier für PS5, PS4, Xbox, alle möglichen, Switch, sogar Switch. Wow, krass. Ja, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ja mal reingucken, je nachdem, wie teuer es ist. Dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Wenn ja, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Baby!